Also wir müssen sagen, Alex, Kompliment, du hast dich wirklich selbst übertroffen an der Stelle. Wir machen das dann, würde ich sagen, am besten einfach wöchentlich mit den Paketen. Und ne? Ja, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es weiterhin gut, auch wenn wir uns jetzt schon wieder ein bisschen länger nicht gesehen haben. Aber es wird heute sehr nice. Und zwar habe ich eine Idee gehabt, wo man, also ich erzähle euch erstmal die Idee. Und zwar ist mir irgendwie mal eingefallen, wie wäre das, wenn ich einfach immer Freunde von mir, ich habe ja auch ganz viele Freunde, die auch YouTube machen, die irgendwie Instagram machen oder die man irgendwie vielleicht kennt, aus dem Social-Media-Bereich. Ich suche mir immer wen Neues raus und bastel dem so ein richtig geiles Paket zusammen mit Sachen, die der braucht, wo ich weiß, okay, das sind so seine Hobbys, seine Interessen, mit Sachen, die der vielleicht nicht braucht, mit irgendeinem Schrott, mit geilen Sachen, niveaulosen Sachen, was auch immer. Also, dass es wirklich unterhaltsam und lustig wird. Und wir starten heute mit Sebastian und Max, Krankrafter und SK, kennen ja wahrscheinlich relativ viele von euch. Und ich habe mir gedacht, so für die erste Folge wären zwei gleichzeitig eigentlich am geilsten. Ihr könnt super gerne weitere Ideen oder eure Vorschläge, eure Wünsche, bei wem ich das als nächstes machen soll, wem ich als nächstes ein individualisiertes Paket zukommen lassen soll, in die Kommentare schreiben. Ich war auch schon fett einkaufen, ich würde sagen, ich nehme euch mal kurz hier mit. Also viele Besorgungen habe ich schon gemacht. Hier unten haben wir schon das Paket, da sind ganz, ganz viele Sachen drin. Die werde ich euch gleich mal so halbwegs vorstellen. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil der Sinn der Sache ist, dass Sebastian und Max sich hinsetzen, das Paket zusammen auspacken, mir dann dieses Video schicken und ich darauf dann nochmal so ein bisschen reagiere. Also, okay, dann starten wir mal eben. Auf alle Sachen kommt dann noch so eine kleine Notiz von mir drauf. Das mache ich noch nachträglich, das zeige ich euch nicht, damit die wissen, für wen was ist und was ich mir auch vielleicht dabei gedacht habe. Wir starten erstmal mit dem Paket für beide zusammen. Das ist jetzt erst ab 18, aber ist mir eigentlich egal. Also, wenn ihr jetzt unter 18 seid, dann ist es halt so, kauft euch das halt nicht nach. Also das soll jetzt keine Werbung dafür sein. Aber ich weiß, oder als ich noch in Köln gewohnt habe, wir waren sehr, sehr oft zusammen Shisha rauchen. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich den beiden nochmal eine neue neue Shisha, ein ganzes Set. Wir haben hier alles dabei, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und da werden die sich hoffentlich sehr freuen. Dann habe ich für Sebastian, der ist so Fitness-Typ, habe ich hier mal ganz ausgefallenes Whey-Protein gekauft, und zwar Cookies and Cream. Ich glaube, das hat er noch nie probiert, vielleicht mag er es ja. Hier haben wir was für Max, und zwar Max kocht sehr gerne. Vielleicht kennt ihr das Format, einen Tag persönlicher Koch. Da dachte ich mir, mache ich mit so einer Schürze hier nichts falsch. Und Leute, was sagt ihr, steht mir das? Das ist doch eine geile Schürze, oder? Damit kocht man noch besser. Es sind noch viel mehr Sachen im Paket. Das will ich euch jetzt mal noch nicht zeigen, damit die Überraschung auch für euch später noch besser ist, wenn die halt das Paket auspacken und ich darauf reagiere. Wir bringen das jetzt schnell zur Post und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Oh nein, ich Idiot. Jetzt habe ich die Karte vergessen. Ich habe extra noch eine Karte gemacht, Mann. Ich habe hier nämlich noch diese wunderschöne Karte designt. Hier haben wir einmal Sebastian, hier Max. Hier haben wir das Paket und hinten habe ich noch eine kleine Grußnachricht draufgeschrieben, damit auch alle Bescheid wissen, für wen was ist. Aber wie kann man denn so blöd sein? Jetzt muss ich ja wieder zur Post gehen. Oder Moment mal, vielleicht auch nicht. Ah, das trifft sich ja gut. Leute, ich zeige euch mal was. Und zwar wollte ich die Chance mal nutzen, um euch die Post- und DHL-App mal zu zeigen und ein bisschen näher zu bringen. Und vor allem auch zwei Features, die jetzt neu sind. Sehr, sehr nice. Da kann auf jeden Fall safe jeder was mit anfangen, der ab und zu mal Briefe verschickt. So wie ich das jetzt halt auch vorhab. Und das ist super entspannt. Erstmal kann ich wirklich jedem nur nahelegen, sich einfach die Post- und DHL-App aus dem App Store oder Play Store runterzuladen. Das geht ganz schnell und wir schauen jetzt hier mal rein. Wenn ihr ein Paket erwartet oder weggeschickt habt, könnt ihr hierüber ganz einfach auch die Sendungsnummer eingeben. Ansonsten kann man sich natürlich auch ein Konto erstellen und hier anmelden. Das muss man aber gar nicht. Ich möchte euch heute nämlich einfach mal die mobile Briefmarke, das ist jetzt neu, erklären, wie das Ganze funktioniert und euch auch die Vorteile davon mal kurz aufzeigen. Dazu gehen wir jetzt hier unten einfach mal auf Versenden und müssen dann hier den Brief auswählen. Also aktuell geht das nur für Brief- und Postkartensendungen. Dann wählen wir einfach mal den Standardbrief aus, bis zu 23,5 x 12,5 x 0,5 cm. Das ist das Format, wo ich die Karte reingesteckt habe. Wählen das aus, kostet 80 Cent. Jetzt habe ich mein PayPal damit verknüpft, habe hier meine E-Mail eingegeben. Achso, hier unten muss ich noch einmal die AGB bestätigen. Dann wähle ich hier aus, als Code zum Beschriften, so zack, bezahle das dann eben mit PayPal, geht ganz schnell. So, dann haben wir jetzt den Code Porto69YKRM7N und dann ist praktisch mein Brief im Umlauf. Also ich kann einfach den Code da drauf schreiben, jetzt hier zu Hause mit einem Stift von mir, den dann so abschicken und das war's schon. So, das habe ich jetzt alles erledigt und dann hoffe ich, kommt meine Karte auch noch passend zu dem Paket an, aber da bin ich sehr optimistisch. Ich sage denen einfach, die sollen vorher das Paket nicht öffnen, bevor die die Karte nicht haben. So Leute, da sind wir auch schon. Ich freue mich mega. Die Briefsendung ist sehr schön angekommen, das Paket ist auch angekommen und das werden die beiden jetzt zusammen aufmachen. Ich hoffe, sie freuen sich und wir schauen jetzt direkt mal rein.
Viel Spaß dabei. Ey, ich bin auch sehr gespannt. Ach so, für die jetzt nicht kennen, das ist Sebastian. Wo der Max jetzt ist, weiß ich auch nicht. Da machen wir die ganze Geschichte jetzt mal auf, Leute. Als allererstes den Brief hier, den haben wir dazu bekommen, mit Hinweisen, für wen was da ist. Übrigens, hinter der Kamera ist Max, der wird auch gleich seine Pakete aufmachen können. Hallo. Die da drin sind für ihn. So, schauen wir mal nach hier. Was haben wir hier? Die Karte, ne, das war ja ganz, ganz wichtig, dass sie auch lustig ist. Ich wundere mich jetzt gerade, wo ist denn die andere Seite? Was steht da? Für Sebastian und Max. Oh, sehr sweet. What the fuck? Seht ihr das heute? Ja, ich find die Platzierung von mir finde ich nicht so korrekt. Ich muss mir nochmal überlegen, ob ich hier mitmache. Hä, wieso nicht? Das ist doch lustig. Lieber Sebastian, lieber Max, ein Weihnachtspaket mit vielen Leckereien und Produkten, mit denen ihr hoffentlich was anfangen könnt oder vielleicht auch nicht. Damit klar ist, für wen was ist, habe ich Zettel geschrieben. Alles klar, let's go. Genau. Leute, mega entspannt, einfach in den Briefumschlag gepackt, die mobile Briefmarke drauf. Das ging echt schnell. Warum nicht, ne? Das ist auf jeden Fall etwas sehr Nices. Mobile Briefmarke kann ich jedem von euch nur empfehlen. Und jetzt freue ich mich auf das Paket. Wie machen wir es jetzt? Du nimmst dir erstmal deine Sachen. Ja, genau. Ich schaue erstmal auf meine Sachen. Und hat dann Alex doppelseitiges Klebeband verwendet, weil er kein anderes hatte? Natürlich. Für die Sicherheit. Sehr danach aus. Ja, das ist doppelseitig. Und das ist so mit so. Okay, lass mal. Ich filme mal so, dass man nichts sieht. Also ich freue mich auch sehr jetzt gerade, das hier sehen zu können. Und ja, das ist das für Sebastian. Das ist, glaube ich, für dich. Ich glaube auch, dass das für mich ist. 100% Whey-Protein. Da steht auch Max oben drauf. Nee, das ist falsch. Genau, für die Gains. Ja, für die Gains. C. Maximilian. Maximilian, genau. Hä? Ist ja dumm. Hat der Max falsch geschrieben? Ja, ich glaube, der hat Max falsch geschrieben. Weil das Ding ist, für Alex Zuschauer, ich bin halt relativ krass. Ja. Also auch relativ muskulös auch. Und so. Ja. Und deshalb ist das wahrscheinlich für mich. Ja, korrekt, Digga. Geil. Was haben wir hier? Cookies and Cream. Ja, nice, mal was, Digga. Neues das, halt. Ne? Das ist Ehre, Alter. Ey, Stichwort Chips, Bruder. Ja, das sind noch Proteinchips. Da habe ich auch noch reingeballert. Ah, nee. Okay. Ich dachte gerade schon so, das sind Proteinflips. Auch für dich. Auch schon? Digga, kann ich mal irgendwas bekommen? Ich finde halt, also, Alex, es ist sehr lieb von dir, aber ich finde es scheiße, dass du mich so auf mein Dasein als Bodybuilder reduzierst, weil ich habe auch noch ein bisschen mehr Facetten in meiner Persönlichkeit. Ach so, krass, ich dachte, das ist so voll sein Ding. Richtig krass. Was steht hier? Tschüss! Okay, das ist Next Level. Was kommt jetzt als nächstes? Ich sehe nur ein Wort. Also, Prince. Das sind ja. Prince hat ja zu. Oh. Ja. What the fuck? Mhm. Genau. Aladdin ist sogar das ist eine Shisha, ne? Ja. Das ist eine richtig stabile auch, oder? Stabile Marke auf jeden Fall. Ding. Und wir haben hier nicht nur eine Shisha, wir haben ein ganzes Paket, ne? Da ist alles bei. Digga, ich habe heute noch drüber nachgedacht. Die Sache ist, ich rauche ja nie Shisha, deswegen habe ich auch keine Shisha da. Mhm. Und logischerweise auch keinen Shisha mit einer kaputten Bowl, die ich erneuern wollte. Also, dass der Sebastian nie Shisha raucht, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber gut. Leute, insofern passt das Paket richtig gut, Alter. Digga. Geil. Ey, lass mal reinschauen. Gönn mir die aber bitte. Hey, nein, Mann. Nein, ich will noch nicht gehen. Warte, so rum. Let's go. Oh, Money Shot. Hey, ist das sogar die wir hatten? Bro, MVP, das kommt mir auch bekannt vor. Oder war das eine, die wir mal als Kinder hatten? Nein, das kommt mir echt bekannt vor. Als Kinder vor allem. Jawohl, das war safe meine, die als Kinder hatten. So mit 8, 9 Jahren kriegt man ja normalerweise seine erste Shisha von den Eltern und dann kann man sich auch irgendwann mal eine eigene kaufen. Ne? Ich glaube, wir waren so 8, als wir die hatten. Wir waren Kiga, Alter. Das ist legit, Digga. Sorry, Leute. Ey, das ist echt krank, Digga. Das ist, ich dachte so, okay, wir machen ein Paket auf. Wird schon irgendwas Lustiges drin sein? Das ist richtig Premium, Alter. Ja, natürlich. Sorry an die Zuschauer von Alex, wir haben hier ein Rattenproblem, leider. Von mir nur das Beste. Ich bin ja geredet mit dir. Ich habe das gerade gar nicht gesehen hinter der Kamera. Krass. Aber wirklich sehr nice. Ich glaube, ich würde mich, also wegen der Platzkomponente, würde ich mich bereit erklären, das zu mir zu nehmen. Echt? Ja. Ich habe halt jetzt gerade eben schon noch Platz frei gemacht extra. Nee, das ist nicht schlimm. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt macht Max weiter, weil für Max war natürlich auch einiges dabei. Ich sehe hier gerade was. Das würde das Schubladendenken nur perfektionieren, wenn jetzt für dich hier Bier drin wäre. Nee, alkoholfreies Bier. Ja.
Das ist vielleicht eher doch. Das ist eigentlich auch für dich wegen Sport. Ja, das auch stimmt. Wieder, ne? Mhm. Ja. Ich habe mir nämlich gedacht, das ist Bier hier bei uns aus der Region und alkoholfrei, weil ich dachte, ich habe denn da schon eine Shisha reingepackt. Das ist, schadet ja schon genug der Gesundheit. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben, deswegen natürlich von mir nur alkoholfrei. Und wenn ich dann noch mal einmal kurz unterbrechen darf, das ist jetzt auch das letzte Mal. Ich bin letztens dann doch mal bei der Post gewesen, weil ich noch ein Paket wegbringen musste. Und eine Sache, von der würde ich euch super gerne noch erzählen. Und zwar ist das die Briefmarke mit Matrixcode. Eine sehr geile Sache, wie ich finde. So sieht das Ganze aus. Ich blende es euch sonst hier auch nochmal ein. Und zwar konnte man bis jetzt ja Brief- und Postkartensendungen nicht tracken. Diese Briefmarke macht das jetzt möglich, da ist überall dieser Matrix-Code drauf. Mega geil, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Und jetzt geht's weiter. Was sind wir noch dran? Damit ihr, Handschrift ist auf jeden Fall Krise, damit ihr nicht immer Kölsch trinken müsst. Okay, Digga. Das ist nicht, oh, wow, wow. Ist so Kölsch zu fronten, finde ich aber nicht okay. Ich sehe hier was. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, was damit ist das? Damit Wein noch besser schmeckt, das ist ein fucking Korkenzieher. Das ist einfach ein Korkenzieher, der sich zufälligerweise in der Intimsphäre von diesem Bodybuilder befindet. Guck mal. Schisch, das sieht aber. Warte mal. Das sieht aber nicht so gesund. Als ob der vorne. Man klappt den vorne raus. Ja, man klappt ihn so vorne. Ja, das ist. Okay, also. Ja, ist doch nice. Wir können ja vielleicht einen Deal machen. Ich würde die Pfeife nehmen und du nimmst das. Nein. Okay, ja, gut, dass wir uns darauf einigen können. Ausgefallener Tabak für beide? Aber ist das... Ausgefallener Tabak? Ja, das ist für die Shisha. Das Shisha-Tabak? Ja, klar. Wir haben noch ein alkoholfreies Bier hier, Leute. Oh, let's go, rein in die Masse. Das habe ich vergessen. Wir haben hier noch... Digga, du machst hier aber wirklich den großen Teil des Pluses und Profits, ne? Ja, ich... Noch mehr Proteine. Für mich ist halt der ganze Proteinstoff. Finde ich schwach von Alex, dass er nicht... Man sieht das auch... ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, was ich gerade machen wollte. Auch so Unsinn zu reden. Was ist das Feines? Ja, ihr müsst mal lesen. Irgendwas Schlimmes. Damit euer neues Auto auch immer schön sauber bleibt. Ach so. Jetzt zieht man das mal raus. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist ein... Sauger. Sauger. Jetzt mal ohne Witz, da sind wirklich viele Sachen dabei, wo ich in den letzten Tagen gedacht habe, dass ich mir die holen will. What the fuck? Pfeife, Handstaubsauger braucht man auch, Digga, du wirst ja, ich hab keinen kleinen bisher. Ja gut. So, den kann man dann wahrscheinlich, du kannst ja gleich an die Powerbank wahrscheinlich anschließen. Ja klar, natürlich. Echt? Kann man das. Ja, der hat einen USB-Anschluss, guck mal. Ja. Den kann man in jedem Auto, kann man den laden, du kannst ihn überladen und das Gute ist, das ist mein eigenes Produkt. Bald erhältlich, oder ist schon erhältlich, aber ich darf da glaube ich keine Werbung machen. Luckydonkey.de, check's ab. Das ist ein Flex. Also wirklich, das sind einige Sachen. Ich dachte, Alex, ich dachte, es wäre mehr Unsinn drin, aber es sind wirklich nice Sachen. Für euch nur das Let's Beste go. Vom Besten. Finde ich auch cool. Ah, jetzt für Sebastian, okay. Ganz wir haben jetzt hier irgendwie Bildstörungen. Ich glaube, es liegt am Magnetfeld. Ich glaube, das ist für mich. Ja. Damit Lara dir mal. Ich glaube, das ist für mich. Das ist für dich. Damit Lara dir noch lieber beim Kochen zusieht. Hä, aber. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, weil ich sehe ja auch ohne die Schürze schon so aus. Nee. Das sieht schlechter aus. Warum solltest du dich? Das sieht auch schlechter aus. Warum solltest du dich hässlicher machen? Der Aufmerksamkeit. Digga, Alex. Also, ich dachte, das ist ein Werbevideo. Geht das? Ich sehe mich auf jeden Fall damit. Leute, das ist ein Mann. Dieser Mann erscheint in eurer Küche. Was macht ihr? Also sehr aufmerksam. Das wollte ich mir tatsächlich schon länger holen. Ich habe so eine Amazon Wishlist. Da stand das drauf, aber dass du es mir jetzt geschenkt hast, wirklich einfach das Beste. Übrigens, Leute, wenn ihr wissen wollt, was ihr macht, wenn dieser Mann in eurer Küche erscheint, fragt einfach Echo Fresh oder Jimbo Schreiner. Oder? Ja, ihr könnt einfach bei... Echo ist noch nicht draußen, aber ist egal. Ja, komm. Und hier, das ist, glaube ich, ein bisschen weniger ironisch. Webers Grillbibel. Falls du es schon hast, sorry. Habe ich tatsächlich noch nicht und ich liebe Grillen. Höchst passend zu dem Wetter diesmal. Leute, mega geil. Das ist, habe ich extra für Max gekauft. Da freue ich mich jetzt sehr, dass er das noch nicht hat, weil ich dachte, der hat safe sowas. Der ist ja ein Koch, der kocht viel und das ist die Weber Grillbibel. Da stehen ganz viele Rezepte drin. Nur das Beste natürlich. Wie viele Seiten sind das bitte? Ich meine, da 160 kann ich mein Leben lang Seiten grillen. Also wir müssen sagen, Alex, Kompliment. Du hast dich wirklich selbst übertroffen an der Stelle. Wir machen das dann, würde ich sagen, am besten aber wöchentlich mit den Paketen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Alles klar. Danke dir. Ja, Leute, das freut mich auf jeden Fall mega, dass die beiden sich so gefreut haben. Eure Aufgabe ist es jetzt, weitere Influencer, YouTuber, was weiß ich, irgendwelche Personen des öffentlichen Lebens, die ihr feiert, die ihr cool findet, in die Kommentare zu schreiben, wem ich noch ein Paket schicken soll, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Wir sehen uns nächste Woche dann schon im zweiten Part dieses Formats wieder. Abonniert super gerne den Kanal. Danke an Max und Sebastian, die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung und ja, haut rein. Ciao.